Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Frühstücks-TV mit den Inselcampern. Die Inselcamper sind die Leima und Sven, meine Wenigkeit. Ja, heute geht es um das Thema Frühstücks-TV, geht in die Pause. Und wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Ja, willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass du dran geblieben bist. Genau. Ja, worum geht es in diesem Video? Wir teilen euch in diesem Video mit, warum Frühstücks-TV erstmal eine Pause einlegt. Das ist das eine. Und am Schluss dieses Videos, dieses Vlogs, gibt es die Gewinnerziehung. Wir haben im letzten Vlog ein Buch verlost, ein Wohnmobilbuch. Und da ziehen wir dann mit euch ja, mehr oder weniger live den Gewinner eben. Und jetzt kommen wir dann zu dem Sponsor dieser Sendung. Genau. Ja, du möchtest dein Wohnmobil verkaufen oder überlegst, dein Wohnmobil zu verkaufen und möchtest es gerne zu einem fairen Preis verkaufen und hast überhaupt keine Lust auf lange Verhandlungsgespräche, Telefonate, Besichtigungen, dann schau doch gerne mal vorbei bei caravanmarkt24.de. Caravanmarkt24.de ist eine Plattform, auf der du dein Wohnmobil kostenlos inserieren kannst und geprüfte Händler ein Gebot auf dein Fahrzeug abgeben können. Dabei erfolgt der Verkauf in Form einer preistreibenden Online-Auktion ohne das Risiko, dass dein Wohnmobil zu billig versteigert wird. Denn du legst deinen Mindestpreis vorab fest und unter diesem wird das Fahrzeug nicht verkauft. Das Ganze läuft also ganz bequem, online und risikofrei für dich ab. Zudem bietet dir caravanmarkt24.de die Möglichkeit, eine kostenfreie Vorabschnellbewertung für dein Wohnmobil einzuholen. Das dauert nur 5 Minuten und ist direkt auf der Startseite zu erreichen. So, nun aber viel Spaß mit dem Video. Ihr Lieben. Ich möchte frühstücken. Ich auch. Wir sitzen wieder mit Weißwurst bei euch zusammen und einer Laugenstange. Wir sind übrigens gefragt worden, warum wir kein Weißbier dazu trinken. Ja, das liegt ganz einfach daran, weil wir dann kein Video mehr drehen können, ganz einfach. Drehen vielleicht schon, aber wir tun ungern, wenn wir was getrunken haben, Videos drehen. Also das ist bei uns definitiv irgendwann so geworden, glaube ich. Verhältst du dich manchmal oder sprichst auch, vielleicht manchmal Sachen aus, die du danach bereust, dann müssten wir das nochmal machen, weil wir so das Video nicht ausstrahlen würden. Und ja, deswegen Verzicht auf Alkohol. Deswegen lieber Kaffee. Der Alkohol also das ist auf jeden Fall danach. Kaffee und zwar ohne Schuss. Ne? Ja, genau. Das wollte, da hat einer auch schon gesagt, ne? Ist das vielleicht was drin oder so? Und sagt, nein, es ist wirklich... nee, so können wir das eigentlich da nicht drehen. Und wir mit Weißwurst, ihr vielleicht auch oder was anderes, Mietbrötchen oder Lachs oder keine Ahnung, was und man alles so gerne isst. Genießt es richtig. Es wird vorerst wirklich das letzte Frühstücks-TV mit uns sein. Vorerst deshalb, weil es nur zeitlich begrenzt ist. Wir machen eine Pause von ein paar Wochen. Ein paar Wochen heißt aber nicht zwei Wochen, sondern es sind insgesamt so 5-6 Wochen. Sechs Wochen, denke ich mal, bis wir wieder zurück sind. Und wo sind wir denn, Schatz? Warum können wir nicht mehr drehen? Das ist ganz einfach. Wir haben noch eine Reise jetzt eben gebucht. Wir fliegen noch nach Thailand für ein paar Wochen. Und in der Zeit, wir wissen ja, dass euch Thailand nicht interessiert, setzen wir das aus. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Frühstücks-TV fällt zwar aus, aber wir sind ja weiterhin auf der Suche nach einem neuen Wohnmobil und zu diesem Zweck haben wir natürlich auch vorproduziert. Das heißt, wir haben verschiedene Fahrzeuge abgefilmt, die für uns eventuell in Frage kommen und diese Filme, die seht ihr dann jeden Sonntag um 9 Uhr anstatt des Frühstücks-TVs. Das heißt, ihr werdet weiterhin von uns unterhalten, ja, was das angeht. Wir nehmen euch da auf jeden Fall live mit. Es ist auch spannend für uns, wirklich so eine Wohnmobilsuche. Macht einfach immer wieder Spaß. Du entdeckst in jedem Wohnmobil irgendwas Neues, was du vielleicht auch noch nicht gekannt hast. Und das ist faszinierend jedes Mal wieder, ja. Irgendwelche Gimmicks, die das Wohnmobil hat. Und was uns aber auch aufgefallen ist, ist egal, in welches Wohnmobil du reingehst, es gibt immer irgendwo etwas, das nichts für dich ist. Also ein perfektes Wohnmobil gibt es nicht. Irgendein Tod muss man immer sterben bei jedem Wohnmobil. Und so geht es uns eben auch, ja. Also wir haben... Kann man ja nicht sagen, perfektes Wohnmobil nicht gefunden. Also wir haben schon ein paar Favoriten, wie gesagt. Und da wir jetzt dieses Fahrzeug ja eben jetzt abgeben, ne, haben ja kein Wohnmobil, können wir natürlich auch in der Zeit nicht wirklich irgendwie von unterwegs was filmen. Aber wie gesagt, wir haben genug vorproduziert und da denke ich mal, die 5-6 Wochen seid ihr ganz gut versorgt mit den Videos. Und wie der Sven schon gesagt hat, auf dem anderen Kanal geht es weiter. Dann nehmen wir euch dann... denke ich mal, Samui wieder mit. Ne? Genau, das heißt nicht, dass wir aufhören mit dem Video drehen, nur nicht eben auf diesem Kanal. Auf dem anderen Kanal, Lucky Travelers TV, verlinken wir das nochmal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr uns in Thailand verfolgen. Da drehen wir nämlich auch und schalten die Kamera ein. Aber auf diesem Kanal hier geht es eben nur um Wohnmobil und speziell in diesem Fall jetzt um unsere Wohnmobilsuche.
Nur, dass ihr da vorbereitet seid, ja. Mhm. Eben kein Frühstücksfernsehen. Genau. Auch aus Thailand werden wir kein Frühstücksfernsehen machen, sondern das, was da so die Eindrücke oder auch viele Zusammenfassungen, was wir so erlebt haben. Ja. Viele fragen mich immer wieder, wie war das mit dem Hund, weil das haben wir damals auch nirgends ausgestrahlt. Mhm. Na, das wollen sie auch viele wissen, das werden wir dann separat dann behandeln, dieses Thema. Ne? Also das ist, das machen wir ein Video, Hunde in Thailand, ja, das werde ich machen, das muss man wissen. Welchen Hund meinst du denn jetzt eigentlich? Der mich gebissen hat. Ach so, das musst du doch auch sagen. Habe ich doch gesagt. Nein, hast du nicht. Also, das wirst du sehen, wenn wir uns das Video später mal anschauen. ja, genau, weil ich, wenn ich live die Leute treffe und dann will jeder wissen und deswegen machen wir doch ein Video, weil ich wollte eigentlich das nicht so thematisieren, aber das sollte man eigentlich schon wissen, was wieder zugekommen ist. Richtig, genau. So, wir sind auf der Suche. Ja. Favoriten, wie gesagt, haben wir schon. So. Seid gespannt, was das ist. Also wie gesagt, das ist nur ein Favorit. Wir gucken natürlich noch weiter und lassen uns da auch nicht beirren. Wie gesagt, wir lassen uns diesmal ganz, ganz viel Zeit damit und schauen wir mal, wo die Reise am Ende hin landet. Aber vielleicht kommt das schneller, wie man es denkt. Das wäre zumindest nicht ungewöhnlich für uns. Ja, aber dass wir ein Wohnmobil haben werden auf jeden Fall. Also wir erstmal haben wir gesagt, okay, vielleicht klappt das auch ohne oder zwischendurch mieten und so. Ja. Aber das merken wir, also... Nee. Wir kommen nicht ohne aus und ich muss jetzt erstmal so als kleines Resümee über diesen Moveo-Kastenwagen, den wir im Moment fahren, sagen, ich habe den ganz schön lieb gewonnen. Ja. Also das macht schon Spaß. Er hat ein paar kleine Sachen, die ja jetzt nicht perfekt sind. Ich habe auch vorhin schon gesagt, irgendein Tod muss man immer sterben, das ist so. Wir stellen euch das Fahrzeug oder haben das, wenn ihr das seht, haben wir es noch nicht vorgestellt, aber ich glaube, einer der nächsten Vlogs stellen wir euch das Fahrzeug nochmal richtig vor. Also nächsten Sonntag, denke ich mal, entweder nächsten Sonntag oder übernächsten wird das ausgestrahlt. Genau, und dann zeigen wir auch ganz deutlich, was uns hier gefallen hat und was uns eben nicht gefallen hat. Seid da gespannt drüber. Es macht allerdings wirklich sehr, sehr viel Spaß, wieder mit dem Kastenwagen zu reisen. Das ist einfach eine ganz andere Art zu reisen. Du düst auch wie ein Wilder wieder. Gar nicht. Doch, wenn wir schon teilweise so 80 uns eingependelt gehabt haben. Ja, mit dem Großen. Aber auch mit Dings, mit eurer, weil du schon sparsamer da warst. Ja, eurer war auch kein Kastenwagen. Ne? Naja, aber trotzdem. Ne? Und Kastenwagen ist das, fährt sich halt wie ein normales Auto. Ja, das ist sportlich. Und dann ist er schon auf Überholspur wieder, sage ich, was ist los mit dir? Ja. Du bist sehr sportlich gefahren. Also als wir von der Mosel zurück sind, da ist... Es ist immer auf dem Nachhauseweg, keine Ahnung. Da will man irgendwie so schnell wie möglich dann vorwärts kommen. Blödsinn, auf den Hinweg bist du auch gedüst. Du lügst. Wie lässt du mich hier denn dastehen? Das ist die Wahrheit entsprechend. Ja, noch so... Stimmt gar nicht. Nein, gar nicht. Und was wir noch so auf Moseltour so beobachtet haben, wir fahren immer so gern, wenn wir nach Süden fahren, nehmen wir einen Platz mit, der auf dem Weg liegt. Und das war in Bad Salz-Detfurt. Genau. Und was ist uns aufgefallen, dass die Preise um das Doppelte gestiegen sind für Stellplatz. Also was. Da war ich auch ein kleines bisschen schockiert, ja. Ja, da können wir kurz einblenden, das Video. Ja, genau. Ja, Svenny, du bist nicht so begeistert. Ja, was heißt nicht begeistert? Das ist halt irgendwie Inflation, ne? Also der Platz, der hat die ganzen Jahre über 5 Euro gekostet, so habe ich es in Erinnerung. Und jetzt auf einmal 10 Euro und kein Mehrwert, ne? Nee, verändert hat sich nichts, aber ich hoffe, dass die Mitarbeiter, die das mal, ne, den Platz sauber halten, das doppelte Gehalt bekommen haben. Aber da habe ich aber nichts davon. Das wäre doch was gewesen, oder? Naja. Ja, das stand da, normal ist, wenn die meckert er ja nicht oder so, ne? Aber wenn die Plätze um das Doppelte gestiegen sind und da hat sich überhaupt nichts getan. Ne? Du hast überhaupt keinen Mehrwert dafür, ja? Nein, und im Gegenteil, mit der Entsorgung, wir konnten nicht mehr entsorgen, weil für unser Wagen das gar nicht geeignet war. Ne? Also, Grauwasserentsorgung funktioniert da eben mit so einer, ja, das ist wie so ein Trichter, den man unter das Fahrzeug schiebt und dann das Grauwasser eben ablässt. Dann geht es über einen Schlauch in die Kanalisation rein. Und das hat da gar nicht funktioniert, weil der ist viel zu groß, passt überhaupt nicht unter unser Fahrzeug drunter. Also von daher war nicht so schön, ne? Nee, ist nicht so schön. Ja. Und wie gesagt, also dass die alle ein bisschen teurer geworden sind, ist das klar. Wir haben Inflation, wir haben bla 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 bla. Aber um 100% ist es schon happig. Ja. Das war, wo wir gedacht haben, okay. Und vor allem, das ist ja hauptsächlich für die Gäste von dem Thermalbad in Bad Salz-Detfurt und ja, die zahlen ja eh schon Eintritt und alles Mögliche und dann noch den Stellplatz ums Doppelte erhöhen. Ich bin mir sicher, die könnten nochmals 100% draufhauen, dass es 20 Euro kostet, würden die Leute auch zahlen, aber ich finde es irgendwo eine Frechheit. Finde ich nicht schön. Nee, weil, wie gesagt, der Platz bietet ja nicht viel. Ja, ne? Eben. Wir haben so Parkplatz. Aber das müssen wir uns alle abfinden. Ja. Ist, wie es ist. Kann man ja auch vielleicht in Zukunft anderen uns aussuchen. Haben wir auch auf dem Rückweg, wo wir jetzt gefahren sind, haben wir auch einen schönen Platz entdeckt. Also das war, wie hieß der? Ich hab's vergessen.
Also der Ort gucke ich mal nochmal nach. Ja. Das war direkt an der Marina und da bist du auch auf der größten Marina in Nordrhein-Westfalen, genau. Mhm. Mir fällt der Ort jetzt aber nicht ein. Bett. Irgend sowas, keine Ahnung. Blende ich ein. Wir blenden es ein, richtig. Genau. Und da ist ein Stellvertreter des Platzbetreibers gewesen, auch ein Zuschauer von uns und ganz, ganz netter. Also wir sind da richtig schön herzlich. Josef, liebe Grüße. Liebe Grüße an der Stelle. Sind da richtig herzlich empfangen worden und auch ein sehr, sehr schön gelegener Platz. Sehr ruhig, nachts vor allem auch. Gleich nebendran Bäckerei und alles, was man sonst so braucht, das war richtig gut. Das war richtig gut, aber wie gesagt, wenn einer irgendwie zu frech wird, ich sag, da muss man nicht irgendwie alles tolerieren. Man kann auch andere Plätze sich aussuchen. Ja, genau. Also, ja. So ist es, denke ich mal, auch ein bisschen kann man ja auch zeigen, dass man als Camper nicht mit allem einverstanden ist. Jo. So ist es unser eigentlich Vorgehen. Ne? Mhm. Also man muss nicht nochmal hinfahren, man kann dann auch weiter erzählen. Ne? Richtig. So. Also. Ihr Lieben. Ich würde sagen, lass uns zur Verlosung kommen. Die Leute warten bestimmt schon drauf. Ja, es war auch wirklich ein tolles Buch. Brauchst du meine App, oder? Ja. So, ihr Lieben, wir kommen zur Verlosung. Und zwar, wer dieses schöne Buch gewonnen hat. Genau. Wir machen wie immer mit dem Programm. Comment Picker heißt das, richtig. Richtig. Und das blenden wir euch an der Stelle ein. Wir drücken jetzt einfach mal drauf. Es haben insgesamt 162 Leute kommentiert. Und daraus ziehen wir jetzt den Gewinner von dem schönen Buch. Ja, ihr hoffe, dass ihr richtig geschrieben habt. Es gibt immer wieder welche, die ihr seid live dabei. Sicher. Wir drücken einmal auf Start. Und drücken mal alle Daumen. Genau. Und der Gewinner ist der Palzknull, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Er hat geschrieben, da habt ihr richtig Glück gehabt und alle Schutzengel waren gerade bei dir, Sven. Schönes Video mal wieder. An Flüssen mache ich auch gerne Urlaub. Hashtag Inselcamper. Ganz liebe Grüße an dich. Herzlichen Glückwunsch. Palzko. Und wenn du dieses Video siehst, schick uns bitte so schnell wie möglich deine Adressdaten, damit wir den Versand in die Wege leiten können. Genau. Ja, weil wir schon, wenn ihr das Video seht, Dienstag sind wir schon fast schon im Flieger. Also es muss schnell gehen, sonst verschicken können wir das Buch erst nach 6 Wochen verschicken. Richtig, genau. Das ist halt dann leider so. Ja. Dann ist es von uns jedenfalls trotzdem nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und ich glaube, du wirst sehr, sehr viel Spaß mit dem Buch haben. Das war auch ein tolles Spiel. Also wirklich tolles Buch, auch richtig inspirierend. Also wie gesagt, Deutschland zu bereisen, die Flüsse anzufahren. Die haben wir auch jetzt auch gemerkt, wo wir unterwegs an der Mosel waren, dass es so, so schön wie in Deutschland haben, wenn das Wetterchen mitspielt. Ja, das ist immer das Risiko dabei. Das ist immer so Risiko. Aber manche sind ja knallhart, denn juckt auch der Regen nicht. Also von daher. Genau. Und für alle, die nicht gewonnen haben jetzt, wir verlinken das Buch natürlich unten nochmal in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch das kaufen möchtet, sehr gerne, kommt direkt der Link dazu hin. Richtig. Ja. So, ihr Lieben, und wir kommen jetzt zum Fragen. Brauchst du das iPad? Das ist größer geschrieben. Ich habe meine Brille mit. Warte. So, ihr Lieben, da kommen wir jetzt zu den Fragen. Und wir haben letzte Woche über Dieselheizung und unsere Erfahrung über Dieselheizung geredet, berichtet und überhaupt. Und wir sind begeistert, weiterhin. Mhm. Und die Margarete hat eine Frage dazu. Wenn wir umrüsten wollen auf Dieselheizung, muss die Heizung, also Gasheizung, ausgebaut werden? Was ist dann mit dem Kühlschrank? Der läuft aber trotzdem noch mit Gas. Oder sehe ich das falsch? Ja, also die Gasheizung muss natürlich, also ist jetzt meine Sicht der Dinge, natürlich kann ich nur die weitergeben. Gasheizung müsste ausgewechselt werden durch die Dieselheizung. Kühlschrank weiß ich nicht. Normalerweise denke ich so, kann man den weiterbetreiben auf Gas, wenn man das möchte. Macht für mich aber keinen großen Sinn. Vielleicht wäre dann eine Umrüstung auf einen Kompressorkühlschrank interessant oder empfehlenswert. Ja. Was hat sie noch gefragt? Ja, oder seht ihr das falsch? Weil eben Kühlschrank läuft ja weiterhin auf Gas und wenn du komplett gasfrei machen möchtest, geht aber gar nicht, weil du kochen tust auch mit Gas. Also kleine Flaschen. Komplett gasfrei nicht. Also insofern denke ich, man kann den Kühlschrank weiter betreiben. Das sollte unabhängig von der Heizung sein. Muss natürlich mit den Rohren alles geregelt sein und da am besten einen Rat von dem Fachmann einholen. Ich bin nämlich hier keiner und kann entsprechende Tipps eigentlich auch gar nicht geben. Das ist nur meine Meinung, die ich dazu äußern kann. Genau. Rolf fragt, mir ist aufgefallen, dass in der Bedienpanel der Dieselheizung ein Symbol mit Gasflasche ist. Richtig, das ist normal bei dem Tuma-Bedienpanel. Ich blende das mal kurz an der Stelle ein und drehe da mal am Rad. Und zwar ist es für den Mix. Man kann hier bei dem Fahrzeug mixen, dass man einen Teil von Diesel eben nimmt und einen Teil zum Beispiel, wenn man am Landstrom hängt, vom Strom, dass man das zusammen mixt. Obwohl das eine Dieselheizung ist, zeige ich euch ganz kurz. So, und zwar über die Gasflasche kann man den Mix einstellen. Hier ist jetzt Diesel eingestellt, ich kann aber auch einen Mix einstellen, dass ich zum Beispiel mit Elektro und Diesel heiz. Für solche Sachen ist es eben da. Gasflasche ist halt, ja, warum auch immer hier so dargestellt. Bei unserem Fiete, den wir damals gehabt haben, konnten wir das eben mit Gas und Strom auch mixen. Und dafür ist es da. Das wird halt bei Truma mit dieser Gasflasche dargestellt. Ist so, warum auch immer. Aber es ist trotzdem eine Dieselheizung.
Apropos Roller fragt, habt ihr eure Vespa noch, weil wir eben die Roller uns zugelegt haben? Vespa haben wir noch, die wird aber nach unserem Urlaub jetzt dann auch verkauft, weil ja, egal was wir uns zulegen, das ist mir einfach zu komplex geworden, da hinten dran noch einen Träger ranzubauen oder sonst irgendwas. Wir haben jetzt E-Scooter und damit kommen wir eigentlich ganz gut klar. Richtig. Ja. Der Lutz fragt bei dem Video, was, als wir dann zurückgekommen sind am Yachthafen, wo wir Video gedreht haben, auf jemanden, der kennt diese Stelle nicht. Also wo genau würden denn die Stelle am Yachthafen finden? Wir sind maximum zweimal im Jahr auf Fehmarn, aber das kennt er noch nicht. Genau, also ihr fahrt bei Fehmarn einfach runter, wirklich Richtung Yachthafen, Richtung Südstrand. Und beim Südstrand geht es um eine Kurve rum und da fahrt ihr entlang und dann sind es ungefähr noch so 200, 300 Meter. Und dann seid ihr am Yachthafen und da befinden sich dann diese ja, überdachten Grillstellen oder Picknickstellen, da wo wir das Video eben gedreht haben. Ganz einfach zu finden, wirklich. Genau, da sind auch ein paar Lokale auch hinter Chatulas. Also wenn du bei Chatulas kennst, bestimmt, ne? Und Chatulas, da genau, die auf der Seite, genau. Ja. So, die Irene fragt über Insta, Leimer, schöne Feuerlampe, könntest du den Link denn mitteilen? Ach so, die Flackerlampe, den da, ne? Flacker mit dem Ei, ja. Ne? Und die gibt auch ja ein bisschen Musik ab, die ist echt schön. Verlinke ich dir unten. Mhm. So, über Facebook, der Heinz fragt, wie kommen wir voran mit unserer Fahrzeugsuche? Gibt es schon einen Favoriten? Ne? Mhm. Haben wir schon erwähnt. Aber welcher das ist, das erfahrt ihr in den nächsten Videos dann einfach. Ja? So, ihr Lieben, das war's dann. Ja, das war's mit Frühstücks-TV. Wir gehen jetzt in eine Pause rein und sobald wir wieder da sind, melden wir uns natürlich wieder auch mit Weißwurst hoffentlich. Und freuen uns schon darauf. Ja. Ja. Und für alle, die uns in dieser Zeit vermissen und uns verfolgen wollen, wie es bei uns in Thailand weitergeht, könnt ihr machen, und zwar auf unserem Zweitkanal Lucky Travelers TV, und verlinke ich euch, wie gesagt, nochmal unten in der Videobeschreibung. Gerne draufklicken, gerne abonnieren, freuen wir uns drüber. Genau, genauso wie auf Instagram, also da werden die Stories ein bisschen einschlafen, und wenn ein neues Video rauskommt, werde ich dann Beitrag und Story machen. Ansonsten, wenn ihr live uns folgen wollt, sind wir da auch über Lucky Travelers TV Stories rein. Das haben wir also, uns da nur rausgesucht. Ich weiß auch nicht. Also vielleicht wird das auch nicht ewig bleiben, der Name, aber im Moment ist es ist, wie es ist. Genau. Das ging nicht schneller, also das war ja schnelle Entscheidung. Deswegen muss ja auch schnell der Name her. Richtig. Und ja, und da seht ihr auch dann die Stories, wie das Wetter ist so und ob es die Insel überlaufen ist und so weiter. Genau. In diesem Sinne, hat euch das vorerst letzte Frühstücks-TV mit uns wieder gefallen? Freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns, und ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder. Auf diesem Kanal, in ein paar Wochen zumindest. Ja. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir keine Videos drehen. Nein, der Kanal läuft ja weiter. Die Videos sind vorproduziert, ihr werdet mit Videos versorgt. Also die ganzen 5-6 Wochen läuft das weiter hier. Plus, es gibt kein Frühstücksfernsehen mehr. Richtig, genau. Das haben wir jetzt nochmal klargestellt. Ne? Und sollte eine Frage haben, fragt uns ruhig. Nein, es läuft hier weiter. Richtig, genau. Aber nicht mehr mit Frühstücksfernsehen. Erstmal. So. Ne? Ja, weil das ist immer Schluss, oder? Aktuell zu allen. Ja, Ciao. So, tschüss. Ja. Das wird alles gut, mein Schatz. Was mit dir gut wird, das weiß ich auch nicht. Was soll denn das heißen? Du bist mir ein Spaßvogel. Und wer das wunderschöne Buch gewinnen kann, will. So, Telefon. Ist immer so, ne? Ich habe alles für dich aufbereitet. Du glaubst das? Ich habe für mich auch vorbereitet. So viel angenehmer. Das hört sich doch gut an, ne? Hört sich gut an. Das hört sich gut an. Dennoch, Leimele.